Vielleicht daher das leichte Stocken. Aber da haben wir eine Winnie Künzel, die über in 1-1-Situation sich einen Siebmeter herausarbeitet. Und Tini Schröder tritt an, wenn die Künzel möchte nicht. Aber auch Tini Schröder ist da ganz sicher in der Angelegenheit, macht den 7 Meter rein. Hat sich Benni Künzel wahrscheinlich darüber Gedanken gemacht, dass der Gefaulte nie selber werfen soll. Wenn man so sichere Schützen dann heute, wie heute hat, wo auch eine Tini Schröder an den 7-Meter-Punkt kommt, umso schöner. Ja, die Schwerinerinnen haben große, große Probleme jetzt beim Ausblocken des Rückraums. Weil es das zweite, dritte Tor in Folge, was über den Rückraum kommt, was wir in der ersten Halbzeit gar nicht gesehen haben, wo die Abwehr sehr kompakt stand, die Arme oben waren. Sollte auch nicht aus der positionellen Umstellung kommen oder resultieren. Einfach eine Sache von Absprache. Dadurch passieren leichte Fehler vorne, so wie hier eben gerade gesehen. Und die Nummer 6 für Berlin verkürzt auf 17:26. Wendy Künzel mit ihrem 9. Tor zum 27:17. Da war der Block mal wieder. Sah gut gestaffelt aus, so ist die Schwerinerin. Kompakt in die Blockarbeit gehen können. Da erkämpft sich Lenny Künzel den Abpraller von der Latte. Kommt ein schneller Pass nach vorne. Der Konter wurde nicht genutzt. Jetzt die zweite Möglichkeit. Wird auch nicht genutzt. Jetzt geht Schwerin sehr, sehr, sehr schlampig mit seinen Chancen um. Man hätte schon sicherlich 3, 4 Tore mehr haben können. Man soll konzentriert bleiben, seine Möglichkeiten nutzen und nicht die Berlinerin noch stark machen. Die jetzt hier Pech haben durch die Nummer 11, die nur den Außenpfosten trifft. Aber auch da keine wirkliche Gegenwehr von den Schwerinerinnen. 7-Meter-Entscheidung, 2 Minuten Strafe für die Nummer 18. Und erneut geht Tini Schröder zum 7-Meter-Punkt. Und diesmal bleibt sie zweiter Sieger, hämmert den Ball gegen das Lattenkreuz. Und Berlin mit einer schnellen Vorwärtsbewegung über die erste, zweite Welle zum Torerfolg. Die Nummer 11 zum 18:10:27.
Ja, die Halle fordert das auch, dass Schwerin wieder spielerisch einwirkt. Feuern sie lautstark an. Steffi Duwe mit dem Wurfversuch von rechts außen. Aber auch dieser Ball war nicht drin. Nummer 11 verkürzt für Berlin zum 19:27. Jetzt muss von Schwerin langsam mal wieder was Spielerisches kommen. Sind ein wenig eingeschlafen in ihrer Vorwärtsbewegung. Hoffen wir mal, dass es jetzt in Kürze wieder ändert. Was ist los mit Schwerin? Vorne werden die Möglichkeiten nicht genutzt, hinten wird nicht mehr richtig zugefasst. Ist man zufrieden? Die Berliner Abwehr arbeitet auch deutlich intensiver, deutlich mannbezogener als in der ersten Halbzeit. Daher sehe ich auch für Schwerin die Probleme im Positionsangriff. Da sage ich es gerade, 1-1-Situation von Wendy Künzel. Und baut den Vorsprung wieder auf 28:19 aus. Achtung, Stock voll von der Nummer 11, mit 2 Minuten bestraft. Von mir aus zu sehen wie ein Schlag ins Gesicht.
dementsprechend muss es natürlich auch so bestraft werden. Vollkommen richtig entschieden. Kommt eine Überzahl! Jetzt muss hier aber auch das Zeitspielvorwarnzeichen der Schiedsrichter kommen. Schöner Block. Jennifer Kriegermann hat die Möglichkeit im Konter und nutzt sie. Super. Na Gott sei Dank, jetzt bin ich wieder aufgewacht. Schwerin scheint jetzt wieder so ein bisschen zu alter Form zurückzufinden, kompakter zu stehen und nach vorne hin sicherer zu verwandeln und einfache Möglichkeiten zu nutzen. Da hat auch Susi Grimm das erste Mal von der Linksaußenposition die Hüfte am Ball, leitet somit natürlich die erste schnelle Bewegung ein. Wird abgebrochen, klar. Wieder formieren. Spielzug ansagen, der hoffentlich von Erfolg gekrönt sein wird. Ganz kurze Absprache der Schiedsrichter. 9 Meter. Der Torschiedsrichter hätte fast entschieden auf Stürmerfoul. Feldschiedsrichter korrigiert das Ganze, somit mal Meter für Schwerin. Und Wendy Künzel macht ihr 11. Tor zum 30:19. Sehr schön gemacht von der Nummer 7. Die Sperre super vom Kreisläufer. Innen gestellt, nach außen abgedreht, kommt der Pass. Wunderbare Bewegung. Und bei Joda Wenk scheint jetzt der Knoten geplatzt zu sein. Die jetzt erfolgreich war zum 31:20.